Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich war einkaufen, also ich bin ja echt selten in solchen 1-Euro-Läden, aber ich habe mal was gesucht, habe das nicht gefunden. Und wie ist das dann immer so? Man findet dafür andere Sachen. Ich habe zum Beispiel mir endlich so einen Kalender gekauft. Katze, schuldig. Also es ist eigentlich ein Schülerkalender, aber ich fand den so niedlich. Und ich habe mich einfach ja, in die Katze hineinversetzt gefühlt. Ich fand den eigentlich ganz praktisch, weil ich mal ja, so ein wie heißt das, Kalender haben wollte, um meine YouTube-Videos mal ein bisschen besser zu planen. Momentan schreibe ich mir einfach immer alle Daten in ein anderes Notizbuch. Ist auch ein bisschen auf Dauer unpraktisch. Und dann hat man auch noch Felder für Notizen und so weiter. Ja, habe ich gedacht, kann man ja mal mitnehmen. Und es war eine Katze. Ich konnte nicht anders. Und dann ging. Leute, es ist wirklich passiert. Es ging der Halloween-Herbststart bei mir los. Also die Kerzen waren ja auch schon mal Halloweenig, also das zählt aber nicht, weil das war ein Sale und die gibt es das ganze Jahr über. Aber das war jetzt bei Teddy, genau. Da habe ich ein Kürbis gekauft und der ist Gold oben. Ich fand ihn einfach so niedlich und der fühlt sich auch so gut an. Ja, es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Ich habe den schon bei Instagram bei einigen gesehen. Also ich folge ja auch ein paar Accounts, die auch sehr herbstlich, Halloween-mäßig begeistert sind. Und da habe ich schon vor längerer Zeit jetzt gesehen, dass die ersten Halloween-Sachen wohl reingekommen sind oder Herbstsachen. Und den Kürbis wollte ich unbedingt haben. Und der ist schön und ich habe ihn tatsächlich bekommen. Und dann waren wir, was man ja immer da so gut kaufen kann, finde ich, sind so Geburtstagskarten oder Geburtstagstüten. Da habe ich gerne mal so einen kleinen Vorrat zu Hause, wenn mal was ist, dass man was da hat. Und dann waren wir halt eben in dieser Party-Ecke und dann hat mein Freund mir das hier gezeigt. Das ist so eine kleine Tischdecke, so ein Mittel, wie heißt das, so ein Läufer, ne? So, hier steht drauf Mitteltischdecke. Aber es ist halt. Es war klar, dass ich es einpacke. Hat er auch gesagt, warum zeige ich dir das überhaupt? War ja klar, dass das mitkommt. Ja, ich liebe es. Ich bin total begeistert. So, das war es eigentlich, ne? Also, wie gesagt, außer noch das bisschen Geschenkkramzeug. Aber es ist noch was bei mir angekommen und zwar mein Mai-Müsli-Paket. Ich habe mir nämlich wieder einen Nachschub besorgt und hier sind alte Bekannte und neue Bekanntschaften. Fangen wir mal mit etwas an, was ich das letzte Mal zum ersten Mal gekauft habe, was ich aber eigentlich ganz nett fand, sodass ich es nochmal haben wollte. Und zwar das mein Müsli Schoko Brownie. Das fand ich ja tatsächlich nicht schlecht. Das war eine echte Schokobombe, weil da ist ja Schoko Crunchy drin und Brownie Kekse und dunkle Schoko Dinkelbällchen und Chocolate Bones. Genau, das war beim letzten Mal schon, wo ich so viel Spaß mit dem Wort hatte. Aber ich fand das echt geil. Also, wenn ihr so Schoko-Naschkatzen seid, dann habt ihr bestimmt auch sehr viel Spaß an der Sorte. Und dann habe ich auch wieder eine alte Liebe neu gekauft. Ich mag das ja besonders bei warmem Wetter sehr gerne, das Strawberry Cheesecake. Ich liebe es, es ist einfach echt ein Favorit mit Hafercrunchy, Frischkäseplättchen, Mini-Butterkekse und Erdbeeren. Total toll. Und ich habe jetzt seinen kleinen Bruder geholt oder seine kleine Schwester, ich habe keine Ahnung. Aber das wollte ich beim letzten Mal schon haben, nur. Da gab es das nicht, da war es ausverkauft. Es ist nämlich Blueberry Lemon Cake. Ich habe Angst, das könnte vielleicht auch nichts so für mich sein, aber ich muss es jetzt einfach mal probiert haben. Ist auch für warme Tage definitiv. Also auch wieder Hafercrunchy, Zitronenkekse, Blaubeeren, Joghurtplättchen und Limettencrunchies. Ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, das könnte echt was Schönes für heiße Tage sein, wenn wir dann mal wieder welche haben. Irgendwie ist heute gefühlt wieder ein heißer Tag und dann soll schon wieder Regen kommen. Sommer. Sommer 2021, wirklich. Und dann habe ich mir auch noch mal was ganz anderes geholt. Das hatte ich tatsächlich noch nie. Und zwar das Bircher Deluxe. Das sah schon recht nett aus, ne? Wir haben Haferflocken-Kleinblatt, geröstete Pistazien, ach, ich hatte so Bock auf Pistazien, Cashewkerne, schwarze Johannisbeeren und Erdbeeren. Das ist also eine Mischung aus Beeren und dieses Nussige. Wollte ich einfach mal ausprobieren, hatte ich noch nicht.
aber sah halt ganz nett aus. Und ja, was noch sehr, sehr nett aussah, weswegen ich es nicht einfach da lassen konnte, ist das Morning Princess Müsli, wo Ariel drauf ist. Ja, sorry. Aber es klang auch gut, denn es hat Haferflocken, Dinkelpops, also so ein bisschen wie diese Kellogg's Max, Apfelstücke, Erdbeeren, Bananenflakes und Weizenreisherzen. Ja, klingt gut, sah gut aus, wollte ich unbedingt haben. Und weil ich dann einen gewissen Bestellwert irgendwie überschritten habe, habe ich noch ein, glaube ich, dass es so war, habe ich auf jeden Fall so einen Becher noch bekommen von, ja, mein Müsli ist zwar Superfruit. Ich meine, kann man auch nichts falsch mitmachen, kann man immer gut zur Arbeit nehmen. Und anscheinend habe ich auch noch wieder so einen Riegel bekommen. Mein Müsli Berry White Choc, den habe ich, glaube ich, schon mal gehabt. Der liegt auch noch immer in der Schublade, meine ich. Und den hatte ich auch schon mal auf der Arbeit. Also entweder verkauft sich Berry White Choc nicht so gut oder ich habe einfach immer nur das Glück oder Pech, wie auch immer man das nennen will, dass es immer die gleiche Sorte ist. Also der ist auf jeden Fall bis März 2022 noch haltbar. Ja, der ist immer so als Notration. Einmal hatte ich den mit auf der Arbeit, weil ich das auch mal in irgendwo so einer Bestellung mit dabei hatte und meine Arbeitskollegin hatte ihr Essen vergessen und hat dann gedacht, okay, ich schaffe das auch so ohne. Und dann hatte sie am Ende doch Hunger, war klar. Und dann habe ich gedacht, ich habe ja noch so einen Riegel, willst du den essen? Dafür war der halt ganz praktisch. Aber ich glaube, selber gegessen habe ich den tatsächlich noch gar nicht. Ja, aber mein Müsli ist wieder aufgestockt. Und ihr Leute, ihr spürt es, die ersten Herbst-Halloween-Vibes, die kommen. Sie sind auf dem Weg. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade in mich gefahren ist. Ich habe das Gefühl, es ist noch viel zu früh und ich kriege meine Augen gar nicht richtig auf. Aber ich will jetzt noch ein bisschen Sport machen, denn heute steht noch einiges an. Also ich möchte noch ein Video drehen und dann haben wir heute auch einen Spieleabend bei meiner Schwester und ihrem Freund. Also muss ich irgendwo den Sport unterbringen. Ich bin bekloppt. So, meine Videos sind im Kasten. Wie man sieht, ich habe wieder gedreht. Und ja, jetzt wollte ich euch noch eine kleine andere Geschichte erzählen. Eine, die echt ein bisschen dämlich ist. Aber ich hatte so einen kleines Energy-Drink-Problem, sagen wir es mal so. Es fing ja ganz harmlos an, dass man so ein bisschen Energy trinkt, ne, wenn man müde ist oder wenn man feiern gegangen ist früher oder keine Ahnung. Irgendwann hat sich das leider so weit entwickelt, dass ich ganz viele Energy-Dosen immer im Kühlschrank hatte und das schon eine Routine war, wenn ich nach Hause gekommen bin, dass ich erstmal zum Kühlschrank gehe und mir ein Energy raushol. Ist halt nicht so geil, ne? Ich hatte auch irgendwie das Gefühl, so nach einer Dose habe ich irgendwann noch gar nicht mehr wirklich was davon gemerkt, dass mir das irgendwas bringt. Und ich hatte zwar auch mal wieder Phasen, wo ich dann aufgehört habe, auch alleine, als meine Weisheitszähne raus mussten und so, dann durfte ich ja auch keinen Koffein und so einen Kram zu mir nehmen. Und das ging auch, aber irgendwann ist man wieder eingeknickt und hat die Scheiße wieder gekauft. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt über eine Woche, wo ich drauf geachtet habe, also generell mehr drauf geachtet habe, denn mein Problem ist einfach, so ein Energy ist halt natürlich nicht ganz gesund, vor allem das waren auch immer die ohne Zucker. Das heißt, da sind diese ganzen Süßungsmittel drin und ich war mir nicht sicher, ob mir das auf Dauer nicht auch ein bisschen auf den Magen schlägt, wenn ich ständig eine Dose davon trinke und dann ja auch noch so Fanta-Cola-Zeug hier habe, Light, Wasser, da habe ich totale Probleme mit das zu trinken. Keine Ahnung, wieso, das fällt mir aber total schwer. Auf der Arbeit geht's. Auf der Arbeit trinke ich nur Wasser und Tee, weil ich aber auch nichts anderes da habe. Und da habe ich dann auch so eine süße, hier dieses Glas, wo dann auch dieser Strohhalm drin ist, ne, da gab es auch immer so viele, habe ich von einer Arbeitskollegin mal geschenkt bekommen. Und aus dem Zeug trinke ich echt viel besser Wasser als irgendwie aus einem anderen Glas oder direkt aus der Flasche. Ja, hier zu Hause, wenn ich nach Hause gekommen bin, gab es dann halt ein Energy und dann ne, nochmal vielleicht den anderen Kram und fertig ist. Aber das wollte ich halt nicht mehr. Und ich habe jetzt, wie gesagt, fast eine Woche keinen getrunken, außer an einem Tag. Da habe ich mich aber auch, also den habe ich bewusst getrunken. Ich habe mich bewusst dazu entschieden, den zu kaufen und ich wollte ihn auch trinken. Und danach habe ich auch keinen mehr getrunken. Also es ist nicht mehr diese Routine, ich komme nach Hause und nehme mir eine Dose raus. Das ist echt schlimm. Man merkt manchmal gar nicht, wie man selber für irgendwas so eine Sucht entwickelt. Und erst als ich wirklich gedacht habe, boah, generell müsste ich mal irgendwie was ändern, weil ich das Gefühl habe, mein Magen, ich glaube, meine Ernährungsweise war nicht ganz so geil, also generell. Und ja, habe jetzt das mal weggelassen und ich fühle mich auch schon viel besser. Das ist das, was ich nie gedacht hätte. Ich habe auch sofort, wo ich den einen Energy getrunken habe, schon gemerkt, wie der
in meinem Körper arbeitet. Habe ich früher auch nie drauf geachtet oder auch nicht mehr wirklich viel gemerkt. Aber da nach dem einen habe ich es dann doch gemerkt, dass ich eingetrunken habe. Ja, deswegen versuche ich jetzt auch mittlerweile wieder viel mehr Obst und Gemüse auch frisch zu essen, zu kaufen, zu verarbeiten, dass ich da, weil das ist auch so ein bisschen, mal gucken, wie lange das anhält, aber habt ihr das auch schon mal gehabt, dass ihr irgendwie von einer gewissen, von einem gewissen Lebensmittel so wie Art abhängig wart? Sei es, was haben Leute noch? Schokolade zum Beispiel. Einige Leute, die müssen ja, die können ja gar nicht auf Schokolade verzichten oder haben irgendwie was anderes, was sie ständig konsumieren. Keine Ahnung, Tic-Tac oder irgendwas. Ja, bei mir war es halt die Energy Drinks, ne? Darum sage ich aber, wenn man alles konsumiert im Rahmen und bewusst konsumiert, ist ja alles in Ordnung. Aber nicht, wenn man schon ohne Verstand einfach jedes Mal dieses Zeug nimmt. Und ich habe mal das Gefühl gehabt, dann habe ich auch irgendwie noch mehr Hunger gehabt. Und weil da auch diese ganze Säurezeug dann drin ist, weil es so sauer war, ja. Ich bin auf dem Weg, Leute. Ich bin auf dem Weg. Aber jetzt geht's gleich erstmal zu meiner Schwester. Mal gucken, was der Spieleabend noch so bringt. Schon wieder Mittwoch. Ja, heißt, es gibt jetzt noch mal ein kurzes Leseupdate, denn ich habe tatsächlich The Sun is Also a Star beendet und ich fand es so süß. Es war echt total niedlich, das hätte ich überhaupt nicht gedacht, weil sich ja alles nur innerhalb eines Tages abspielt, aber wartet mal meinen Monatsrückblick ab, ist ja auch nicht mehr so lang, da erzähle ich so ein bisschen was, aber das hat mich echt überrascht. Also, 4 von 5 Sternen, das kann ich schon mal droppen. So, und was ich jetzt lese, ist Sturmtochter, der zweite Band, Für immer verloren von Bianca Iosivoni. Das hatte ich ja schon mal angefangen, als ich nicht so richtig wusste, was ich lesen will. Und habe den Prolog angefangen. So, und heute habe ich noch ein bisschen, gestern habe ich noch ein bisschen mehr gelesen. So, aber ich bin halt schon wieder total drin. Ich habe richtig Bock, nach Schottland hier zu gehen und die ganzen Elementar-Clans ein bisschen besser kennenzulernen und auch Eva. Ja, bin ich auf jeden Fall super motiviert. Genauso wie ich ja auch für Sport tatsächlich sehr motiviert war. Also das Wochenende ging ganz gut ab. Ich merke meine Beine hinten immer noch. Und das werde ich jetzt nämlich gleich auch machen. Aber vorher wollte ich euch noch so eine kleine Sache erzählen, die mir so durch den Kopf rumgeht. Denn irgendwie hatte ich nicht so wirklich Lust auf Buchbesprechungen. Ich habe ja von Deadly Ever After hatte ich eine Buchbesprechung gedreht am Samstag, aber ich habe es nicht hochgeladen. Also Dienstag kam ja keine Buchbesprechung, weil ich irgendwie hat es mir nicht gefallen. Ich weiß auch nicht, manchmal guckt man sich so Videos an und denkt sich nur so, irgendwie war das nichts. Aber generell ist mir aufgefallen, dass ich überhaupt weniger Lust auf Buchbesprechungen habe. Auf der einen Seite, klar, gibt es auch so ein bisschen den Zahlenaspekt, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass meine Buchbesprechungen mich so algorithmusmäßig auch ein bisschen runterzieht, weil da ja nicht so viele Klicks drauf sind. Auf manchen Buchbesprechungen habe ich 40 Aufrufe und das ist viel weniger natürlich als bei den anderen und das mag, glaube ich, der Algorithmus nicht so gerne. Auf der anderen Seite war das so ein bisschen was mein Kanal ja auch, noch ein bisschen besonders gemacht hat, weil ja viele eben nicht mehr auf Buchbesprechungen gegangen sind oder auf Rezensionen. Und bei einigen Büchern habe ich mich halt gerne ausgemeckert. Aber andererseits denke ich mir mittlerweile auch,
Mache ich das nicht im Lesemonat, weil irgendwie erzähle ich nur so ein bisschen im Lesemonat, ein bisschen im Vlog und dann nochmal alles in der Buchbesprechung. Bin mir nicht so sicher. Auf der anderen Seite würde ich vielleicht doch ein bisschen mehr Kerzen-Content auch auf den Kanal bringen. Also nicht nur im Vlog, sondern wenn ich mal wieder Kerzen aufgebraucht habe oder neue Kerzen gekauft habe oder wie im letzten Vlog angekündigt, mal so eine Kerzensammlung. Vielleicht packe ich das auf den Dienstag. Also ich würde mir den Dienstag so ein bisschen offen halten, weil ich mir so denke, vielleicht gibt es ja doch mal ein Buch, wo ich voll Bock auf eine Buchbesprechung habe oder wenn ich auch mal ein Rezi-Exemplar habe, dann werde ich da sowieso auch eine Buchbesprechung machen. Und ja, falls ich dann mal anders Lust habe, dass ich vielleicht Dienstag dann ein bisschen Kerzen-Content bringe. Also mal gucken, wie ich da so Lust drauf habe, aber momentan gehe ich halt viel in meinem Kopf durch, was ich noch so, ja, ob mir das so gefällt, wie es momentan ist, ob ich irgendwas ändern möchte, wenn ja, wie. Einfach mal abwarten und mal gucken, wie es so wird. Und wie gesagt, jetzt werde ich noch ein bisschen Sport machen und dann war es das auch schon wieder für diesen Vlog. Und ist ja doch noch ein bisschen was passiert, hätte ich nicht gedacht. Aber wir sehen uns doch hoffentlich im nächsten Vlog wieder. Ich gehe mal ganz fest davon aus, oder? Ja, sag jetzt einfach ja. Ich finde das immer so gruselig, wenn ich filme und ich sehe, dass meine Schwester mir eine Nachricht schreibt. Deswegen, Leute, ich muss leider aufhören. Das geht gar nicht. Ich muss meine Schwester antworten. Aber ich wünsche euch auf jeden Fall noch schöne Resttage und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!